letzte Innenminister der DDR und er könnte ja eigentlich damals Wladimir Putin begegnet sein. Sind Sie? Ist auch so, ja. Also ich habe in Erinnerung, dass bei einer Besprechung mit dem russischen KGB-Präsidenten in Deutschland Generaloberst Nowikow zwei Dolmetscher dabei waren. Und ich glaube, einer war Putin, denn Nowikow, mit dem ich so leicht befreundet war, aus Zweckmäßigkeitsgründen, sagte damals zu mir, Piotr, ich habe einen Pierewotschik, einen Dolmetscher, der ist stärker als du. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Sie sind kann ja sich Ringer, keiner, Sie sind kann sich keiner vorstellen. Ringer. Aber er kam dann mit einem Dolmetscher an, ich glaube Major oder Oberstleutnant. Da merkte man am Gang, das ist ein Kampfsportler, das ist ein ernstzunehmender Mann, aber nur so groß. Eben, der ist ja etwa halb hoch im Vergleich. Nee, halb hoch nicht. Also ich will das nicht lächerlich machen. Ein ernstzunehmender Mann. Und ich glaube, das war Putin. Und mein Büroleiter sagte auch, das ist Putin gewesen, der sehr, sehr gut Deutsch gesprochen hat. Also perfekt. Man merkte nur die Sprachmelodie des Russen und nicht viel geredet hat. Diese wenigen Sätze, die waren perfekt, aber sehr viel aufgeschrieben hat. Also ein ernstzunehmender Mann. Wer Menschen beobachtet, wer Menschen analysiert, wird festgestellt haben, ein ernstzunehmender Mann. Aber wenn ich das noch ganz kurz ausführen darf, natürlich waren diese Gespräche, hatten die eine Absicht. Die russische Seite ist von uns eingebunden worden. Wir hatten natürlich ein großes Ziel, das war die deutsche Einheit. Das ist unser Ziel, das ist das Schönste, was uns in den letzten 30, 40, 100, 200 Jahren erreicht hat. Und die Einheit konnte ja nur erfolgreich sein, wenn wir mit den Russen ein Einvernehmen erzielen und wenn die 360.000, 400.000 bewaffneten Soldaten, die hier bei uns hatten, auf unserem Territorium der DDR, auch irgendwann friedlich abgezogen werden. Und das waren die ersten Gespräche in diesem Rahmen, glaube ich, ihn kennengelernt zu haben. Und ich bin deshalb ganz besonders betrübt, dass wir heute die furchtbare Situation haben. Weil wir waren damals, Gorbatschow, Rischkow und wie sie alle hießen, wir waren denen sehr dankbar, dass wir diesen Weg gehen durften, diesen Weg zur friedlichen Revolution. Und dass die Russen damals, ohne die Russen wäre das nicht gegangen, uns geglaubt haben und uns gemeinsam auch, ich muss sagen, unterstützt haben. Denn diese 400.000 sind dann zwei, drei Jahre später sehr einvernehmlich und unkompliziert abgezogen worden. Als ich kurz nach der Wende so Wetterstationen eingeweiht habe und mit den Menschen auch gesprochen habe im Osten, da war eigentlich eine große Dankbarkeit, dass die Russen weg waren. Also man hat immer furchtbare Geschichten gehört und da hinten war die Kaserne und da sind sie dann zu Weihnachten und so weiter und so fort. Und später hat sich das langsam, aber sicher so ein bisschen bei vielen Menschen Richtung Putin-Versteher gewandelt. Wie ist das zustande gekommen und wie war das bei Ihnen? Also es ist viel komplizierter. Der Russe, ich verwende mal diesen respektlosen Begriff, der Russe war Bestandteil unseres Lebens, unseres Denkens. Er war immer da. Und ich bin mit den Filmen Nackt unter Wölfen, mit dem Aufenthalt, mit pro-russischer Literatur groß geworden. Ich habe ab der dritten Klasse Russisch gelernt. Ich bin in Dresden am Weißen Hirsch groß geworden. Meine Freunde, mit denen ich gespielt habe, waren Russen. Für mich ist das was absolut Positives gewesen. Ich habe ein Verständnis. Ich konnte schon sehr, sehr zeitig Russisch reden und hatte dadurch später in der Schule immer ein Russisch in der 1. Später konnte ich mit dem KGB-Chef in Russland, mit dem Armeegeneral Krutschkow, ohne Dolmetscher reden. Da bin ich sehr stolz gewesen. Jetzt ist es 30 Jahre her. Jetzt müsste ich wieder mal 14 Tage rüberfahren. Und ich würde mich freuen, Herr Kachelmann, wenn wir uns auch an diese Zeit wieder erinnern. Wenn wir Wege suchen würden, um diesen furchtbaren Irrtum, den die russische Seite jetzt begangen geht und den sie begeht, korrigieren zu können. Und ich glaube, dass da dieses Element, dieses ostdeutsche Element nutzen kann. Inwiefern? Weil wir die Sprache verstehen, weil wir die Menschen verstehen, weil zum Beispiel Angela Merkel perfekt Russisch spricht, weil zum Beispiel Wladimir Putin in einer bizarren Weise gut Deutsch spricht und Deutsch denkt und ich glaube auch Deutsch träumt. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten und ich habe einfach Angst
vor der Situation, vor der wir jetzt stehen. Sie hatten das gerade angesprochen. Das, was Andreas gerade geschildert hat, das kann uns auch erreichen. Ich habe Angst vor diesem globalen Krieg und ich habe Angst vor dieser riesigen Armee, gegen die man nie gewinnen kann. Das sage ich nicht, weil ich besonders schlau bin, sondern das hat Bismarck schon gesagt. Das hat uns der 8. Mai 1945, der Tag der Kapitulation, gesagt. Wir müssen mit diesem Land reden. Das heißt, Sie würden die Ukraine opfern? So? Überhaupt, ich würde gar nichts, ganz im Gegenteil. Wir müssen auf diesen Irrweg, den Putin jetzt geht, Einfluss nehmen. Wir müssen die Möglichkeiten, das ist nicht Gewalt, das kann nicht Gewalt sein. Wir müssen uns immer, ich sage das mal als Sportler, daran erinnern, wir boxen im Fliegengewicht oder im Halbfliegengewicht. Und der Superschwergewichtler ist verrückt geworden. Der ist verrückt geworden. Und wir müssen ihn zurück zu sportlich-diplomatischen, zu fairen Denken bewegen. Das geht nicht mit Gewalt. Das geht nur durch Gespräche, vielleicht sogar mit diesen... Jetzt wäre ich ausgelacht. Wir haben mal einen Kanzler gehabt in dieser Republik, Gerhard Schröder. Das war, weil ich ihn verfolgt habe, begleitet habe. Das war einer der klügsten und erfolgreichsten Politiker, die wir in Deutschland hatten. Ein Kanzler, der uns über zwei Legislaturen dieses wichtige Land in Sicherheit, ohne Frieden und wirtschaftlich gut geführt hat. Solche Leute, Gerhard Schröder, Angela Merkel, auch Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern, die einfach Zugang zur russischen Seite haben, vielleicht auch zu Putin. Wir müssen auf dieses jetzt im Augenblick gestörte Denken Einfluss nehmen. Wir können das nicht mit Waffen machen und schon gar nicht mit alten Waffen aus DDR-Beständen. Wir müssen einfach Wege finden, dass wir nicht überlegen, wie gewinnen wir den Krieg gegen Russland, sondern er darf gar nicht erst ausbrechen. Wie können wir in einer sehr... Er ist schon da. Er ist schon da. Weil er schon da ist, müssen wir jetzt in einem sehr frühen Stadium versuchen, ihn zu beenden mit allen Möglichkeiten, mit einer Gesichtswahrung für die andere Seite und immer im Interesse der Menschen, die jetzt zerbombt werden, die jetzt in Gefahr sind, die in Lebensgefahr sind. Ja. Natürlich ist dieser Weg, den die russische Seite gegangen ist, überhaupt nicht gangbar. Ich kenne keinen Menschen in meinem großen Mandanten- und Freundeskreis, der sagt, das ist ein guter Weg, den die Russen gehen. Ja. Der Weg ist falsch, der ist völlig falsch. Aber wir werden die Russen mit Gewalt von diesem Weg nicht abbringen. Wir müssen diplomatische Kanäle aber nutzen. Aber wie viele Jahre ist denn in Dialogen Diplomatie als Mittel eingesetzt worden? Viel zu wenig. Wir hätten viel mehr mit den Russen reden müssen. Wir hätten viel mehr nur übers Gespräch mit Waffengewalt. Ob sie das wollen oder nicht, schaffen wir das nicht. Der Frieden ist das Ziel, für das ich rede. Der Frieden, eben keine Bomben, eben nicht das wiedererleben, was ich am 13., 14. Februar jeden Jahres in Dresden erlebe, an dem Tag, an dem ich Geburtstag habe und aber diese wunderschöne Stadt zerstört wurde. Das darf nie wieder passieren. Davor habe ich Angst. Frau Schorn, wollen Sie als Elder Stateswoman irgendwas sagen? Ja. Dass man fix und fertig ist, ist... kein Wunder. Aber man darf nie vergessen, dass wir emotional ganz anders erzogen worden sind. Mhm. Ganz anders erzogen. Ich kannte die ganze Russenliteratur. Gardeschütze Matrosow, also alles, ja, Widerstall gehabt. Alles. Damit wurdest du groß und damit hast du gesagt, ja, die Sowjetunion. Und plötzlich, wer fasst das? Aber wie will man es, ich weiß es auch nicht, wie will man es stoppen? Jetzt hat er schon, um Gottes Willen, wenn das immer näher kommt mit diesen, Entschuldigung, schlägt es mir die Sprache, wenn es immer näher kommt mit den Atombomben, ist doch ganz furchtbar. Also irgendwas muss ja passieren. Und wenn wir uns jetzt an diesem Krieg beteiligen, ist ja auch furchtbar, dann hängen wir ja mit drin. Wir haben wahrscheinlich alle keine Lösung mehr. So ist es. Herr Doktor, Sie sind ja, wir fragen Sie natürlich deswegen, aber... Sie haben schon das Stichwort Merkel gesagt, Ihnen geht es immer noch um die deutsche Einheit. Und Ihr Buch hat irgendeinen Untertitel, Gespräche über die unvollendete deutsche Einheit. Das ist der Untertitel und der Titel ist Ruhe gebe ich nicht, obwohl sich viele Menschen das wahrscheinlich wünschen würden. Aber warum geben Sie immer noch nicht Ruhe? Also, ob sich das viele Menschen wünschen, da können wir diskutieren drüber. Ich glaube, die Leute, das Buch, die Bücher, die ich schreibe, ich habe ja als Anwalt freie Kapazitäten und wenn ich mein Geld verdient habe, ich habe ja eine abgeschlossene Vermögensbildung, dann setze ich mich hin und schreibe irgendwas auf und das wird gelesen. Das wird sehr intensiv gelesen und sehr umfangreich. Also die Bücher haben einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Also ich will nur sagen,
es ist nicht ganz richtig, dass die Menschen wollen, dass ich Ruhe gebe. Nein, nein, ein Teil. Also Sie Herr Moderator, wir haben 16 Millionen. Ich sage Herr Moderator, Herr Doktor, sehr wunderschön. Ich bin glücklich hier. Wir haben 16 Millionen fantastische Menschen, tolle Schauspieler, Sänger, alles Mögliche mit in die Einheit gebracht. Und 30 Jahre danach gucke ich mal an, wo sind die geblieben? Wo sind die Kameraden, die de Maizière und ich mal in die Einheit führen durften? Wo sind die geblieben? Keine Botschafter, keine Lehrstuhlinhaber, keine Bundesrichter. In den ostdeutschen Ministerien wimmelt es nur so von Altbundesdeutschen. Tolle Menschen, tolle Menschen. Und für diese Menschen, die aus dem Westen hier rübergekommen sind, für die habe ich diese Bücher geschrieben, damit die hier glücklich bleiben können. Damit die hier, nachdem sie vom Westen hier rübergekommen sind zu uns, sagen, der Diesel hat ja nicht so Unrecht. Meine Kinder werden gefördert, aber seine Kinder, er ist ja hier bodenständig, er kommt ja aus dem Osten, seine Kinder nicht. Also ich spreche im übertragenen Sinn von meinen Kindern. Meine Kinder sind genauso stark wie ich, brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Die sind also sehr vital und sehr widerstandsfähig. Aber trotz alledem ist die Präsenz der Ostdeutschen in der Öffentlichkeit, in Kunst, Kultur defizitär. Und das ist ein großer, großer Nachteil. Und dann darf ich noch zu dem ersten Punkt kommen, den wir gerade angesprochen haben. Wir verstehen die Russen. Ich kenne keinen Ostdeutschen, der das positiv nennt, der nicht die gleiche Abneigung gegen diesen Angriffskrieg auf die Ukraine hat. Ich kenne keinen. Aber wir kennen die russische Seele vielleicht besser. Die hochgeschätzte, berühmte Schauspielerin hat das gesagt, wir sind mit Lermontow, wir sind mit Tolstoi, winken Sie nicht ab. Ich habe den Kohlhase heute gefragt, wer ist die Frau Schorn? Ich habe sie so oft im Fernsehen gesehen und ich bin begeistert. Wir sind mit diesen, wissen Sie, Herr Kachelmann, als ich diese furchtbare Nachricht gehört habe, die ganze Welt ist von Putin getäuscht worden. Und am allermeisten ich. Ich persönlich, ich habe abends von Dmitri Schostakowitsch mir die Leningrader Symphonie aufgelegt, habe mir die angehört, weil dann hört man die Bomben, Andreas, wenn du diese fantastische Symphonie hörst. Du hörst die Bombengeschwader, du hörst die Zerstörung Leningrads, so hieß Petersburg früher. Der Wein, den ich mir dazu aufgemacht habe, hat nicht geschmeckt. Aber Herr Doktor, ich möchte auch wieder gleich von Putin weg, nicht damit wir den ganzen Abend. Aber er hat seit Jahren andersdenkende Oppositionelle eingesperrt, vergiftet, zu Hause, im Ausland und so weiter. Ich habe das nicht gemacht. Aber Sie konnten doch nicht überrascht sein über das, was Sie jetzt. Also das finde ich immer so komplett abseitig. Herr Kachelmann, die ganze Welt war überrascht. So Unser hochverehrter Kanzler Olaf Scholz ist noch eine Woche vorher hingefahren. Ich war nicht überrascht. Der wäre nie dorthin gefahren, wenn er geahnt hätte. Ich glaube, das ist auch das, was Frau Fischer vorher gemeint hat. Das war ein Verbrecher, mit Verlaub, schon seit ganz langer Zeit. Ich meine, wir müssen jetzt nicht Herrn Nawalny und alles das, was den Leuten passiert ist, aufzählen. Lassen Sie mich noch mal zurückkommen zur Debatte, die hier auch schon öfter geführt worden ist. Die Ostquote, würde das helfen, damit eben ein gerechter, sinnvoller Spiegel der Bemühungen der Menschen hier auch öffentlich zu sehen ist? Weil es ist immer noch, wie Sie sagen, eine Rarität, dass ein Chef, eine Chefin irgendwo im Westen sowieso, aber selbst hier im Osten, aus dem Osten ist. Hilft eine Quote? Also die Ausgrenzung, ich bespreche das als bewussten Prozess an. Die nicht gegebene Repräsentation Ostdeutscher in ihren eigenen Strukturen ist eine Ausgrenzung. Und da habe ich mir überlegt, was ist das? Ist das politisch gewollt? Es ist einfach nur Dummheit. Es ist die Angst vor Konkurrenz. Es ist die Angst vor Menschen. Und wenn ich mir die, nur weil ich schon 70 geworden bin und ins Greisenalter komme, ich habe Willy Brandt kennenlernen dürfen, ich habe Helmut Kohl kennenlernen dürfen, Gerhard Schröder, ich kenne die alle. Und ich muss sagen, tolle, tolle Menschen, hochqualifiziert, klug. Mit Egon Bahr habe ich, wer weiß wie oft, Skat gespielt und solchen Leuten. Und wenn ich jetzt sehe, die Verantwortung für uns haben, für unsere Politik, ich nehme Olaf Scholz ausgesprochen aus, das sind Studienabbrecher, das sind Leute, die ihre Doktorarbeiten schreiben lassen, die schreiben ihre Bücher auch nicht selber und. Also ich glaube schon, dass man das ostdeutsche Element, weil wir eben auch gerade mit diesen Büchern groß geworden sind, jetzt in der Politik, in der Kultur überall braucht. Ja. Und Gunter Niemann-Stirnemann, Sie sind ein großes ostdeutsches Element. Wie sehen Sie das, was der Doktor sagt?